Und willkommen zurück zur nächsten Folge. PC Building Simulator. Wir müssen diese tolle CPU entfernen. Muss raus. Zählerin raus. RAM raus. So. Speicher. 8 GB Render. CPU. Der wollte einen 64er, ja. So, mache ich jetzt dann auf einmal Türen. Kommt ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Prozessorkühlung. Komm auf den Müll hochkommen. Geil. Die benutzen Kollegen hier drauf. Und hoffen, dass die Mühle angeht. PC-Betriebssystem, ja, wundervoll. Dann ist die Mühle auch fertig. So. Und den müssen wir neu bauen. Das machen wir hier. So, schön die Seitenwandrunde. Hochwertiges Gehäuse. Ach, das ist der Mortoni Heatherway 120. Mua, geil. So. Wo ist die Kopf? Nein. Mäuse habe ich für die Mühle des Jahres. Ich hoffe, ich kriege die vollen 750. Ach so, nein. Ich kapiere es. Das ist das, was ich momentan reinschraube in die Mühle. Ramuf. So. Der wollte. Zähler. Mit der besten Kühlung. Nur das beste Netzteil. Ich hoffe, die Mühle kostet den Kunden einfach gleich 750 Mäuse. Und ich mache fett Gewinn hier. Gut. Gut. Ah. Warum muss man immer die Rückseite aufmachen? So, rein da. Natürlich war das die Frage. Ich hab was vergessen. Da ist doch gar kein RAM drin. So die falschen Channels, aber egal. Hauptsache rein da. So, da. So, Space Stick. So, 46 Euro bisher ausgegeben. Oder Dollar. Hallo? Oh komm. Was für fehlende Teile. Muss da jetzt echt ne... Leute, ein Celeron hat eine Grafikeinheit. Du willst mich doch jetzt verkackeiern. Ernsthaft? Ein Celeron hat eine Grafikeinheit, Spiel. Ich sag immer noch, die 65 war ausreichend.
Weißt du was? Ich guck das jetzt nach. Ich will das jetzt wissen. GTX 960 versus eine RX 560. So. Okay. Das stimmt nicht. Es ist tatsächlich. Okay, eine 69er schneller. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Wie man merkt. Aber dann ist es halt so. Was erinnert es mich? Die hat den Grafikeinheit. Das ist ein Celeron. So. Und den Kollegen heben wir uns noch auf. Dann kassieren wir mal erstmal die Jungs hier ein bisschen ab. Kursieren. Schön. Kursieren. Bin ich gespannt. Nein, der hat echt nur das bezahlt für die neuen Teile. Schade. Ja, gut, und jetzt. Neue Teile verfügbar, ja! 19:30. Oh je, ich habe Angst vor dem nächsten Tag. Oh je. Oh je. Ach, der hat es aufgeteilt, gut. Weil ich wahrscheinlich nicht so viel Platz habe. Hier ist einfach alles voll. Oh, wir haben schon wieder neue Mails. Falls diese Mitteilung ihren Chunk oder Spam-Orten umgeleitet wird, liegt es in der Verantwortung ihres Internetanbieters. Was? Okay, warte. Okay, das muss ich jetzt echt mal lesen. Mein Name ist Bernd Eisenstein, Rechtsanwalt und persönlicher Rechtsberater von Prinz Duarte, der königlichen Hoheit, die kürzlich auf dem Internationalflughafen in Kalten ihr behördlichen Gewahrsam genommen wurde. Wir dürfen unsere Reise nicht fortsetzen, bevor wir unseren Computer von den Behörden gründlich durchsucht worden ist. Unglücklicherweise ist dieser Computer aufgrund von Unachtsamkeit aus Versehen nicht in einem funktionsfähigen Zustand. Ich habe mich bezüglich einer Reparatur an mehrere Stellen gewandt, aber alle Versuche erwiesen sich bislang als erfolglos. Aus diesem Grunde wende ich mich jetzt an Ihre Person. Ich habe ein Verfahren ausgearbeitet, das den Erfolg gewährleisten wird, und als Anwalt versichere ich Ihnen, dass alles, was Sie tun werden, im gesetzlichen Rahmen geschieht. Ich bin autorisiert, als abschließende Vergütung aller von Ihnen bereitgestellten Dienste 4.000 Euro anzubieten und die komplette Bezahlung an Ihren Namen und Ihre Adresse in die Wege zu leiten. Ich lasse Ihnen mit diesem Schreiben begleiten, 1 Computerhardware zur sofortigen Reparatur zu kommen. Bitte setzen Sie die Festplatte H.D.D. und senden Sie das Gerät zurück an die angegebene Adresse. Nach Erhalt der funktionierenden Hardware geben wir den Restbetrag zur Verfügung für die Überweisung an Sie frei. Falls diese Mitteilung in Ihrem Chunk oder Spam-Mod umgeleitet wird, liegt das in der Verantwortung Ihres Internetanbieters. Arbeit 0, Budget 0. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Ich will sehen, ob es die 4000 gibt. Ach, nee, kein Bock drauf. Ja, so gern. Ne. Wir konnten heute nicht an Sie zuschauen, bei Ihrem Lieferbereich nicht genug Platz war. Wir probieren es morgen wieder. Gut. Ja, okay. Bisschen. Oh, scheiße, ich hab nicht mehr Teile bestellt, ne? Fuck. Oh je, das wird die Hölle, merke ich gerade. Oh je. Das sollten wir am Anfang, ne? Oh nein, und eine Staubreinigung. Will er wahrscheinlich auch. Oh, kacke, was hab ich mir da angetan? Deswegen hätte ich nicht 7 Tage überspringen sollen, wahrscheinlich. Deswegen gibt es auch einen tollen Steam-Erfolg. Warum mache ich das? Nein, nicht den USB-Stick. Presslos. Ja, das war, glaube ich, nicht so die beste Idee. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja.
Warte mal, sauber hier die Bude. Entfernen den kaputten Ramstick. Yay, für einen Euro verkauft. Warte mal, das waren 4 GB, ne? ja. Ich muss ihn nicht durchs Bauchgleich ersetzen, oder? RAM von minderer Qualität installiert. Ey, das ist der beste A-Data-Speicher. Ich will hier nichts hören. Darf ich das echt nicht? Boah, du bist mindere Qualität-Spiel. Das ist gut, oder? Mortono. Achso, war gar kein. Entschuldigung. Ja, nehme ich gleich einen zweiten PC, damit ich gleich weiß. Upgrade, Grafik oder aufrüsten? Nee. Nein. Auf 16 GB, was kann ich gleich doppelt dran bestellen. Mindere Qualität. Ist das ein 4 GB Riegel? Der ist sogar ein 8er. Her damit. Rein da. Danke dafür. Ja, drin einfach zwar nicht so teure Qualität kriegen. Nee, oder? Doch, musst du, glaube ich. Ja, komm, der kriegt irgendwas Gutes. Nee, komm. Ich habe einen recht guten Arbeitsspeicher rausgeholt, dann kommt auch wieder ein guter rein. Ja, zweimal. Das war jetzt dumm für den Hof. Na egal. Wenn jetzt kommt, das ist mindere Qualität, ne? Und ja, ich weiß, ich installiere es dauernd im falschen Raum. Das ist mir egal. Ich nehme meinen Kartoffelchip und knüpfe es bei Ihnen weg. Warum hab ich denn immer nie Berechtigungen zu? Ich will das Zeug angucken. So, ich glaube, wir kassieren jetzt erstmal die beiden kurz ab und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Wo sind meine Kassierer? Ne? Den. Gleich verwerfen. Den können wir kassieren. Dann können wir uns nämlich gleich zwei hinstellen. Dann stellen wir uns den einmal dahin. Na komm, irgendwas, was schnell geht. Das wird danach schnell gehen. Gut, dann war's das für heute, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.